Hallo und herzlich willkommen in meinem Garten zum Gartenrundgang für den Monat Oktober. Hier von meinen Zucchinis habe ich mich immer noch nicht getrennt, weil ich hier noch eine schöne hängen habe und die wird natürlich auch noch geerntet. Hier die zweite Zucchini, die hattet jetzt auch über, jetzt kommt sie weg. Aber die hatte vor einer Weile noch mal Blüten gebildet und waren noch Mini-Fruchtansätze. Und da habe ich gedacht, lasse da einfach drauf ankommen. Aber die Sache ist durch. Der Herbst ist da und das Bild im Garten verändert sich. Also man merkt es auch in der Natur. Die Bäume verfärben ihre Blätter, das Laub fällt, klar. Für den Gärtner, ich bin auch Sommerliebhaber, ist das schon ein komisches Gefühl, aber auch der Herbst hat seinen Reiz und wir können auch im Herbst noch einiges pflanzen für über den Winter. Hier meine Säulenbäume haben auch schon viel an Blättern verloren, aber das ist ja ganz normal. Auch in meinem Hochbeet ist schon einiges ausgezogen. Hier an meinem Spalier ist es jetzt natürlich auch leer geworden mittlerweile. Ich habe die ganzen Gurken weg. Und hier oben eine steht noch, denn die hatte noch zwei kleine Fruchtansätze und da konnte ich mich einfach nicht überwinden, die schon wegzutun. Auch die Tomaten sind alle ausgezogen, bis auf meine Ananastomate, denn die hat hier wirklich noch Früchte hängen und ich bin der Hoffnung, dass die mir noch reifen, aber lange kann ich jetzt nicht mehr warten, denn das sieht schon nicht mehr ganz so gut aus. Ein Mangold hier im Hochbeet musste ich leider schon entfernen, aber der zweite, der hat noch einige prächtige Blätter, die wirklich ganz gut noch aussehen. Jetzt geht's hier weiter. Noch ein paar letzte traurige Tomaten im Kübel. Ich konnte mich tatsächlich noch nicht überwinden, die wegzutun. Hier hängen jetzt noch ein paar kleine Blattsteiger. Aber ich denke, die werden wohl nichts mehr, ein paar Tage noch. Vielleicht versuche ich, die dann nachzureifen, aber dann kommen die Pflanzen weg. Ich möchte ja gerne auch noch ein bisschen für den Winter hier setzen und dafür brauche ich dann natürlich auch Platz. Hier die Erdbeeren, die stehen noch, haben auch noch ein paar kleine Blüten, aber die Zucchini ist mittlerweile ausgezogen und das Beet wird immer leerer und leerer und leerer. Hier hinten habe ich eine Etagenzwiebel gepflanzt, wobei ich noch nicht weiß, ob die da ihren Standort behalten wird. Hier an der Seite stehen ja alle meine Paprikas und da muss ich sagen, die hängen wirklich voll. Hier vor habe ich übrigens auch noch einige Möhren. Ein paar davon habe ich schon abgeerntet, aber jetzt mal zurück zu den Paprika. Da bin ich sehr, sehr mit zufrieden. Schaut mal hier, was für riesige Exemplare. Leider mit der Reife hat das bis jetzt noch nicht geklappt, aber die ersten verfärben sich. Auch da gebe ich noch ein paar Tage Zeit, dann werde ich abernten und versuchen nachzureifen. Oder aber ich warte dann eben nicht, bis das so rot sind. Also die sieht ja wirklich schon recht gut aus. Ich meine, was heißt schon? Wir haben jetzt mittlerweile um den 20. Oktober. Hier ist zum Beispiel die Paprika Giant. Also ich denke mal, ein paar Tage noch, dann wird hier kräftig geerntet. Auch hier unten in meinem Dickicht, wo mir meine Susanne alles weggedrückt hatte, da hängen auch noch Paprika. Also da bin ich wirklich für dieses Jahr mit zufrieden. Leider mein Porree, der steht hier gar nicht gut. Der ist mir umgeknickt, warum auch immer, und hängt hier so irgendwie labberig. Da könnt ihr mir ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ich da falsch gemacht habe. Aber meine Vermutung ist wirklich, dass hier diese Rangpflanze, die war ja unglaublich, dass die mir die auch weggedrückt hat und einfach auch zu viel beschattet hat. Super begeistert bin ich natürlich hier von meinen Tagetes. Also das ist ja ein Blütenmeer, das ist unglaublich. Die sind schön, also ich bin da so begeistert von. Und die duften, das ist wirklich herrlich.
glaube, ich habe es schon mal in einem Gartenrundgang gesagt, im kommenden Jahr werde ich die aber dann natürlich nicht mehr hier ins Hochbeet setzen, denn da fehlt mir dann zu viel an Platz für mein Gemüse, was ich ja gerne ziehen möchte. Ja, aber für das Auge natürlich ein Traum. Hier mit der Mini-Zuckermelone ist es jetzt natürlich vorbei. Also das sieht man ja eindeutig. Aber ich habe auf jeden Fall noch was zu ernten. Die hat jetzt hier zwar so einige Flecken. Ich will nicht hoffen, dass das faule Stellen sind, weil es unheimlich viel geregnet hat. Aber hier oben sieht das natürlich nicht ganz so gut aus. Ich werde es sehen und wenn ich die geerntet habe, wird auf jeden Fall verkostet. Ich lasse euch dran teilhaben. Hier hinter meiner Tagetis, da steht ja mein Rotkohl, der aber immer noch keinen Kopf gebildet hat, weil tatsächlich hier meine Zuckermelone und auch die Tagetis den Kohl derartig weggedrückt hat. Aber ich warte einfach mal ab. Nur ich denke, der Rotkohl wird sich dann wohl auch erledigt haben. Hier steht jetzt mein verkrümmter Rosenkohl. Der war ja auch weggedrückt worden. Hier vorne bildet sich zwar ein kleines Kohlröschen, aber ich denke, den werde ich auch wegtun können, denn das macht ja nicht viel Sinn. Weiter hier hinten im Beet habe ich ja noch meine Süßkartoffeln, aber da warte ich noch ein bisschen und dann wird da geerntet. Hier oben auf meinem Dach, da gibt es auch noch einiges zu entsorgen. Ich hatte wenig Zeit, aber so geht es halt manchmal. Kann ja nicht immer alles perfekt sein. Jetzt hier meine Jalapenos, also hier Paprikas auf meinem Dach sind erntereif, ohne Ende, da habe ich wirklich sehr, sehr viele Exemplare und da freue ich mich natürlich riesig drüber. Hier das eine Mini-Hochbeet, das ist mittlerweile leer. Das war ja voll mit Pfefferminze und ich habe mich jetzt entschlossen, mich davon zu trennen. Das war mir einfach zu viel, denn Pfefferminze, die wuchert ja und verbreitet sich ja. Das ist ja ganz enorm. Und dann habe ich nämlich mit diesem kleinen Hochbeet was anderes vor. Aber das werdet ihr ja dann noch sehen. Hier oben auf meinem Pflanzturm sieht es noch ganz gut aus. Hier der Sauerampfer. Der macht sich da noch wunderbar, da werde ich auch noch mal was von ernten können. Kresse hatte ich ja auch noch etwas nachgesät. Auch hier. Und jetzt hier zu meinen Tomaten unter meinem Minidach. Entfernt habe ich hier noch gar keine Pflanzen, die stehen also immer noch, weil ich habe noch etliche Früchte hängen, an Blaschsteigern noch ein paar sibirische Birnchen. Und die stehen vor den großen Fleischtomaten dahinter, also warte ich. Wie gesagt, paar Tage noch, vielleicht habe ich noch ein bisschen Glück, es soll jetzt noch mal so ein klein wenig milder werden. Und ansonsten werde ich wieder abnehmen, versuche nachzureifen. Ja, und dann ist die Tomatensaison vorbei. Eigentlich ist sie ja schon länger vorbei, wenn man kein Gewächshaus hat. Hier hängen jetzt noch Blaschsteiger, auch hier oben, so ein paar kleine sibirische Birnchen verstecken sich hier auch noch. Hier hängen auch noch Black Rim, aber da denke ich, das wird wohl nichts mehr werden. Hier die Stangenbohne Blauhilde, die hat es jetzt natürlich auch hinter sich, aber hier habe ich noch einiges hängen lassen, wo ich dann gerne Samen entnehmen möchte für das kommende Jahr. Jetzt zeige ich euch noch was, und zwar hier meine Feige im Topf. Zwei reife Feigen hängen da und die werden natürlich dann auch gleich noch geerntet. Hier steht mein zweiter Feigenbaum, der ist wirklich voll mit Früchten, aber die sind natürlich nicht reif. Das war mein Gartenrundgang für den Monat Oktober. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Lasst mir ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ist natürlich alles nicht so prachtvoll im Herbst wie im Frühling oder Sommer. Das ist klar, aber zeigen wollte ich es euch trotzdem. Jetzt sage ich euch einen lieben Gruß. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.
Musik.